bevor das Video losgeht, gebt doch einfach ein Like, falls es euch gefällt und abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, falls ihr mehr hiervon sehen wollt. Sims 4 ist in einer kurzen Pause, aber kommt die Tage wieder zurück. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zurück zu Rock of Ages 2 zusammen mit mir, dem Stier, dem Dr. Raxo. Vielen Dank für euer heutiges Dabeisein. Ich habe offscreen dieses Level gespielt und verkackt, deswegen würde ich sagen, spielen wir einfach mal ein anderes Level und hoffen, dass ich das wiederum hinkriege. Denn ich will auch diesen Stier haben, denn der hat mich schon immer aufgeregt. Und da spielen wir einfach mal Diffy. Falls ich nicht hinkriege, spiele ich es dann nochmal auf einfach. Aber jetzt tue ich das nicht, denn einfach spiele ich es jetzt nochmal auf normal und wir sehen uns dann nach der Cutscene wieder. Wusch. Herkules, nice, Alter. Ja, dann kämpfen wir gegen Herkules, warum auch nicht? Würde ich sagen, nehmen wir einfach unseren klassischen Löwenfelsblock. Dann die Bank natürlich. Und ich habe herausgefunden, dass... Haben wir das überhaupt? Die Balliste? Feuert mächtige Pfeile ab, kann sich aber nicht mehr als 90 Grad drehen. Nee, dann haben wir das noch nicht. Denn ich habe halt, wie gesagt, offscreen Level gespielt und da hatte da irgendwie... Etwas, das ziemlich gut war, dass sich irgendwie in mehrere Projektile aufgeteilt hat. Die Kühe würde ich sagen auch. Würde ich nehmen, aber wie kriege ich... Ich brauche irgendwie mehr. Ich brauche mehr von diesen Sachen. Kann ich auch einfach gar keinen Felsblock nehmen? Ja, oh, schade. Geht leider nicht, aber ja, dann haben wir halt keine Kanone dieses Mal. Weiß nicht, ob das so gut ist. Oder ob wir die Kanone nicht vielleicht lieber damit austauschen sollten. Ah, Leute, ich weiß es nicht. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal die Kanone und legen los. So, hier ist das Ziel. Das heißt, wir packen hier nochmal ordentlich Balloons hin. Aus Balloons Tower Defense 2. Und dann hier nochmal bricht er durch eine sehr heftige Mauer. Und wird dann direkt von diesen Dingern hier überrascht. Oder wir machen es aber auch so, er kommt hier durch, kommt an diesen Dingern vorbei, dann durchbricht er die Mauer, denkt, es ist vorbei. Aber nein, es fängt gerade erst an. Wir machen hier einfach so richtig heftige Verteidigung. Ich würde einfach hier durchbrechen. Und wir haben kein Geld mehr. Und ich habe nicht mal Banken gesetzt. Och nein. Oh nein, Leute. Ich kann da sogar sehen, was er hier gebaut hat. Zumindest ein bisschen. Das ist das, wo ich bauen kann, ne? Ja, ich glaube, das Rote ist das, wo er baut. Baut aber nicht viel. Ich sehe jetzt nicht mehr als diese Türme. Ich krieg echt gar kein Geld. Und ich dachte, man kriegt über Zeit Geld, Leute, aber nein. Wie viel gibt mir das denn? Oh. Ja, nice. Da mache ich noch wenigstens eine hier hin. Zack. Und ich roll direkt los. In der Hoffnung, dass das alles gut funktioniert. Ja, genau das. Genau das hat mich aufgeregt. Puh, ich wusste nicht, dass man da durchbrechen kann. Nein, die Dinger machen so unverschämt viel Schaden. Ich hasse die. Vor allem, die attackieren dich immer, wenn du gerade überhaupt nicht dazu in der Lage bist, denen auszuweichen. Zum Beispiel, wenn du gerade mitten in der Luft bist, denken sich die Dinge einfach nur so, ich ruiniere jetzt mal das Leben von dem. Er hat ein Viereck. Er hat einfach ein freaking Viereck. Komm, 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 komm. Ja, ja, ja. Ha. Da wollte ich jetzt nicht runterfallen. Und da rennt der Bulle auf mich zu, aber kriegt es nicht hin. Was für ein Opfer.
Und da haben wir nochmal eine Balliste. Die nochmal ordentlich versucht. Oh Gott! Nicht abzuballern. Jetzt haben wir gar keinen Schaden gemacht geführt. So, wo ist er? Nice. Und? Oh, er fällt runter. Nice. Scheint sich ja leicht zu steuern, das Viereck. Platziere ich nochmal ein paar von denen. Und er kommt nicht mal darüber. Wie traurig. Ich platziere da nochmal ein paar Banken. So. Nochmal ein paar von den Dingern. Okay, hier geht's irgendwie nicht. Kommst du nicht durch? Jawohl! Was für ein Opfer. Und dann nochmal einer von denen. Wieso kann ich den nicht... Achso, ich habe kein Geld. Ja, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, die Dinge anzugehen. Oh! Gerade noch so an denen vorbeigekommen. Oh Gott, ich hasse diese Dinger. Ah, nein, 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 nein. Oh! Weg mit euch. Ha, ha! Tod und Zerstörung. Meine zwei Lieblingswörter. Ja! Komm, jawohl. Wie einfach jedes Level so komplett anders aussieht. Hier hat man jetzt zum Beispiel ein komplett anderes Feeling als sonst, einfach weil die Farben so anders sind. Kann man den kaputt kriegen? Oh, guck mal, jetzt ist er an meinen... Oh mein Gott, hat der Fisch Schaden gemacht! Was? Was zur Hölle ist das? Ich werde es zerstören, bevor es fertiggestellt wird. Okay, wir werden den besiegen, aber wie viel Schaden hat der bitte gemacht? Wie viel Schaden hat der bitte gemacht? So, er ist hier durchgebrochen. Das heißt, ich brauche nochmal hier an der Mauer so eine ordentliche Schicht von diesen Dingern. Okay, jetzt haben wir das Maximum von denen erreicht. Okay. Und dadurch all meine Kanonentürme zerstört. Falls ich überhaupt welche gesetzt hatte. Ich will ihn dann einfach vernichten. Ich will sein Leben ruinieren. So, gebt mir Geld, liebe Banken. Ich will nämlich Tod und Zerstörung verbreiten. Das ist mein Lebensziel. Na? Ach so, ich habe schon genug Geld. Das heißt... Ja, hier. Würde ich sagen, ne? Ja, ja. Schon, ja, schon ganz gut. Ja, ja. Dann mal los. Der Typ braucht mindestens noch zwei Tries. Und wir brauchen nur einen Try, wenn wir alles richtig machen. Und ich wurde direkt rasiert. Nein! Was soll es das für eine coole? Eine coole, coole. ich weiß, ich höre auf. Yay! Ach Gott! Gott, habe ich viel Leben verloren. In euer Gesicht. Yeah! Zack, boom, bam. Nein! Oh Gott! Oh Gott! Was sind das für Dinger? Und wieso zerstören sie mein Leben? Hier lang. Okay, jetzt haben wir wieder diese Dinger. Aua, au, aua. Ich glaube nicht, dass ich das schaffen werde. Ach Gott! Ich sehe sein Leben nicht mal. Och, er ist schon ganz am Ende. Aber er wird nochmal ordentlich rasiert und dürfte keinen großen Boost kriegen. Oder auch doch. Okay. Ich will mich nicht beschweren, Alter. Wieso ist das so ein Alarmzeichen? So, dann bricht er hier durch.
Und dann wird er einfach von so einem Kanonenturm überrascht, der ihn einfach nochmal ordentlich abballert. Schade, dass sie so ein kleines Maximum haben. Das finde ich ein bisschen schade, oder? Und dann wird er nochmal hier von so einem überrascht und dann nochmal hier, wenn er die Dinger losgeworden ist. Der landet dann so, okay. Dann mache ich nochmal so. Und dann mache ich nochmal so. Und Leute, die nur die Audio hören, denken sich gerade, was sagst du da? Und dann mache ich nochmal so und dann so und dann so. Es tut mir leid. So. Wir müssen nur existierend ankommen. Dann wird alles okay. Denn solange wir das Tor berühren, brechen wir durch. Aber so wie es gerade läuft, kann es nur toll werden. Au. Ach Gott, wieso kann ich da denn so leicht durch? Aber die Feinde haben irgendwie immer zwei Bälle. Ist das eine bessere Taktik? Nein, ich hab nicht gesehen, ich hab nicht gesehen! Ich hatte Okay, ich hör auf. Huh! Nein, 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 nicht mit mir. Gott, diese Dinger will ich auch haben. Komm, 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 ja! Ha, Herkules, du Trottel! Was für ein Trottel! Oh, er ist schon bei ganz vielen Kanonentürmen, das heißt, Tod und Verderben, Alter! Wir haben einfach mal Herkules besiegt. Und wir haben jetzt auch das Viereck freigeschaltet. Ja, nice, Alter. Das war's dann auch mit der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Falls nicht, könnt ihr natürlich auch gerne einen Daumen nach unten geben. Aber schreibt mir auch bitte in die Kommentare, was ich falsch gemacht habe, damit ich mich verbessern kann. Ich würde sagen, wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Tschüss.